Herzlich willkommen zu Talk im Studio mit Lou Richter. Schönen guten Abend, moin moin. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Talk im Studio. Ein Tag vor Silvester. Ich will jetzt wirklich nicht Sie unnötig beunruhigen, aber ganz egal, was Sie sich für das Jahr 2005 vorgenommen haben, jetzt wird's langsam Zeit. Morgen ist es vorbei. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um hier nochmal eine halbe Stunde bei Talk im Studio dabei zu sein. Information, Bildung, eine kleine Prise Unterhaltung. Und hier sind unsere hochkarätigen Gäste, so wie Sie das gewohnt sind. Zu meiner Linken. Die politische Antwort auf Heidi Klum, die Prinzessin Eisenherz der Europäischen Union. Unsere Bundeskanzlerin, Dr. Angela Merkel. Zu meiner Rechten, der Mann, dem wir die Feldbusch, den Nadel und das Kübelböck zu verdanken haben. Hier ist Dieter Bohlen. Direkt neben ihm, das ist der perfekte Welle. So liberal, der schwimmt sogar in Milch. Hier ist der Guido Westerwelle. Und last but not least, der Mann, der das Jahr als Verteidigungsminister begann, jetzt SPD-Fraktionsvorsitzender ist, die Augen links, ruckzuck, Peter Struck. Ist vorbei. Wem sage ich das? Nichts ist schwerer zu ertragen als zu viel an guten Tagen. Goethe oder Rehhagel, ich bin im Augenblick nicht ganz sicher. Wie haben Sie dieses Weihnachten verlebt und die Zeit zwischen den Jahren? Weihnachten, ich finde ja immer, Weihnachten ist so, man macht so verlogen auf Familie. Und bei mir war ja so, ich habe jetzt mehr Familie und die Estefania. Und wann nur am Rumnörgeln, habe ich gesagt, Weihnachten kannst du mir ein bisschen zur Hand gehen. Und so im Haushalt. Die hat ja wörtlich zu mir gesagt, Dieter, du hast schon 1000 Platten rausgebracht, aber nicht einmal den Müll. Also ich meine, was soll ich dazu sagen, weißt du? Ihre Frau scheint ja emanzipiert zu sein. Da hält sie die Fahnen hoch. Finde ich sehr beeindruckt. Hätte ich von der Pussy nicht gedacht. Ja. Aber dann ist ja so. Zumal es bei ihm zu Hause sicher viel Müll gibt. Ja, ich habe ja überhaupt, ich wohne in Tötensinn, ne, und das war ja überhaupt, ich habe ein Riesenhaus, ich habe ja zwei Villen, ne, einen guten, einen schlechten. Und dann habe ich hier eine Küche, hör mal, ich habe eine neue Küche gekriegt, Angi, die ist so mega groß, so, die Küche ist so riesig, da kannst du an der Fußleiste die Erdkrümmung sehen. Junge. So riesig ist die. Unglaublich. Sehr beeindruckt. Um auf Ihre Frage mal wieder zu antworten. Das wäre mir sehr recht, Herr Westerwelle. Ausnahmsweise. Wie habe ich Weihnachten verbracht? Ich sage dazu nichts. Denn ich spreche nicht über mein Privatleben. So, das war es doch, was Sie wissen wollten, nicht wahr? Und die Antwort reicht, darf ich Ihnen sagen, auch komplett. Ja, aber dann es ging mir sehr gut an Weihnachten. Und ja, ich habe es auch im Kreise, also auch mit dem Michael zusammen. Wir hatten zum Beispiel, wenn ich das kurz erzählen darf, hatten wir richtig schöne Tage. Wir haben die Heizung aufgedreht, es uns warm gemacht und einfach mal wieder zusammen lauschig sind unter der Decke. Aber ich möchte eigentlich gar nicht über mein Privatleben sprechen. Mein Privatleben ist überhaupt so. Dann sprechen wir vielleicht nicht über Ihr Privatleben, sondern über ganz Öffentliches. Die Schlagzeile schlechthin, wir sind Papst. Ja. Wie haben Sie dieses Ereignis wahrgenommen? Unser neuer Papst, ich möchte Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist eine Innovation, das geht nach vorne. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal die Stimme gehört von unserem neuen Papst? Haben Sie schon mal diese, er hat ja so eine Fistelstimme, er erinnert ein bisschen an Herrn Mooshammer. Nicht? Nein, er erinnert ein bisschen an Herrn Mooshammer, das ist auch der gleiche Dialekt. Ich frage mich oft, wie viel Mosi steckt in Razzi? Ja? Das ist eine grundlegende Frage. Ich bin ja auch gespannt. Herr Struck, oh, ich sehe ja aus wie ein Sau, das gibt's doch nicht. Ja, dann machen ja die paar Milchflecken auch nichts mehr aus, oh, oder? Mann, der Pudding! Stellen Sie sich doch nicht so an. Vielleicht, wenn Sie von Euro in Uckermark umrechnen. So, jetzt reicht's aber. So, jetzt, das war's. So, Kanonenrohr.
Ist das geil, noch mal feucht im Schritt zu sein. Ja, meine Damen und Herren. Können wir bitte eine Serviette bekommen? Hier ist einfach, Herr Struck hat sich wieder voll komplett. Ich hab immer was dabei. Weil die Mädels sind beim Heulen. Meine Damen und Herren, die große Koalition ist am Ende. Das sehen Sie hier. Also ich regiere wieder. Ich glaube, eine Minderheitenregierung aus dem Ich will den Wechsel. Entspannen Sie sich. Morgen ist es doch soweit, der Westerwelle. Seien Sie doch mal leise. Seien Sie froh. Seien Sie froh. Was? Den Kaffee trinke ich jetzt nicht mehr. Ich will einen Pilz. Aber zack, zack. Übrigens habe ich mir ja was ersteigert. Da war ja dieser Gold vom Ratzinger, der ist so versteigert worden für 200.000 Euro. Und habe ich im eBay habe ich noch versteigert. Ich habe jetzt ein T-Shirt vom Ratzinger, wo der schon Papst war. Also, das war eingestickt im Foto Benedikt der 16., Benedikt XV1. Habe ich zu Hause ausgepackt, war wohl ein unscharfes Foto. Stand da nur Benetton XXL, da war irgendwie blöd. Also, habe ich jetzt. Ja. Wir sind Papst, die Schlagzeile, die uns viel Freude gemacht hat in diesem Jahr. Aber ich glaube, worüber wir sehr wenig nachgedacht haben, und Ihre Meinung dazu würde mich interessieren, was bedeutet es eigentlich für den Vatikan, dass ein deutscher Papst ist? Naja, das ist ein Zeichen für die Osteransprache, nicht wahr? Die wird in Zukunft Urbi et Aldi heißen, das ist ganz klar. Und wird selbstverständlich auch als Klingelton zum Downloaden im Jammerspar-Abo zu hören sein, nicht wahr? Oh, ich kann den bekloppten Frosch durchmachen. Ja? Ring, ding, 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 haben Sie noch meine Pfeife gelöscht? Ja, ich mache sie gleich läuft wieder sehr, sehr flüssig in dieser großen Koalition. Ja. Aber ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Also wir haben Bayern als Papst und eine Frau als Kanzlerin. Fehlt nur noch, dass Jesus ein Holländer ist. Ja. Das wäre ja... Die junge Dame, ich fand, die war sehr nett übrigens, so total mein Beuteschema. Ja. Na, die war doch blond. Sie hätten jetzt durchaus ein paar Augenblicke Zeit, um diese flüchtige Bekanntschaft zu vertiefen. Wir unterbrechen ganz kurz unsere angeregte Unterhaltung, kommen natürlich dann gleich wieder. Unter anderem werden wir sehr informative Tipps haben für Silvester. Alles über Silvester, von A wie Bleigießen bis Z wie Tischfeuerwerk. Tischfeuerwerk, geil! Oh mein Deckung! Gottes Willen! Geh weg! Bis gleich wieder da! Gehen Sie in die Ferien? Im Limbaulager. Was macht man denn dort? Dort kann man Limsachen töpfen, wenn man will. Oder es hat auch ein Schlammbad. Man kann drin baden. Nein. Das ist wie auf dem gestorbenen See. Du kannst auch drauf liegen. Bist du im gestorbenen Meer schon mal gesehen? Nein. Aber ich weiss, dass man das dann hat. Der große Sat.1-Film am Dienstag. Es geht um den Highspeed-Weltrekord. Kommst du mit? Sie hatte sich auf ein paar aufregende Tage im Schnee gefreut. Doch als sie die Wahrheit hinter der Bergidylle entdeckt. Ich habe einen Toten gefunden. Ich dürfte dir das Ganze gar nicht erzählen. Wo ist Saskia? Gerät sie selbst in tödliche Gefahr. Echt? Spuren im Eis. Eine Frau sucht die Wahrheit. Am Dienstag um 20.15 Uhr. Heute in Sat.1. Schere, Stein, Papier. Einmal. Ohne Brunnen. Veggie, du hast verloren. Mach, du bist ja voll der Hölle. Schweizer Free-TV-Premiere heute in Sat.1. Wir haben Tierli. Tierli, was für ein? Meersäule, ein Haf und ein Hund und der Katz ist gestorben. Oh je. Aber sie ist mega alt geworden. Irgendetwas 37 oder so. Sat.1 zeigt's allen.
Zurück bei Talk im Studio. Jahresausklang 2005. Dieses Jahr war natürlich nicht nur das Jahr, in dem wir Papst wurden. Es war auch das Jahr, in dem wir Kanzlerin wurden. Und es gibt doch Zufälle, da ist sie. Frau Merkel. Ja. Kanzlerin. Die erste Frau im Staate. Also 2005 standen wir mit Deutschland am Abgrund. 2006 sind wir mit mir einen Schritt weiter, möchte ich sagen. Ja. Also, ich habe ja immer gesagt, ich will Deutschland dienen. Ja. Aber Deutschland dienen, was heißt das? Ja, ich dachte eigentlich, ich hätte mich klar ausgedrückt, Herr Richter. Wenn ich sage, ich will Deutschland dienen, dann meine ich damit, dass ich Deutschland und den Deutschen dienen will. Also nicht den Engländern und auch nicht den Franzosen. Ja, und auch nicht den Dänen. Denn wollte ich den Dänen dienen, hätte ich ja gesagt, ich will den Dänen dienen. Beziehungsweise ich will denen dienen, die Dänen sind. Ich habe es aber nicht gesagt. Aber ich habe gesagt, ich will verstanden. Deutschland dienen. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt für alle klar. Dafür ist Frau Merkel bekannt. Klare Ansage, klarer Kurs. Ich möchte doch trotz aller Probleme, Angela, die ja zwischen uns herrschen. Aber nichts Privates. Möchte ich, nein, ich sage nichts Privates, aber doch etwas Privates. Jedenfalls bin ich froh, dass es nicht zur Jamaika-Koalition gekommen ist, denn ihren Joint wollte ich nie sehen. Das wäre mit Angela nicht möglich gewesen und mit ihren Ministern auch nicht. Da hätte ja auf jeder CDU-Veranstaltung hätte Bob Marley laufen müssen, nicht wahr? Da wäre doch sofort... Da wäre doch so, Woman, no cry. Ja, genau dieses Lied. Da wäre doch du die Erste gewesen, die angekommen wäre und gesagt hätte, Bob Marley, wie konnte der uns denn durch die Rasta-Fahndung kommen? Ich habe übrigens eine Bob Marley Davidson in der Garage stehen, ne? Herr Bohlen. Also nicht den. Sie sind mit 14 in die DKP eingetreten, waren danach kurz bei den Jusos. Wie empfinden Sie denn jetzt die politische Entwicklung also in unserem Land? Jusos, das war einfach so meine Alkoholiker-Vergangenheit. Ich hatte immer gerne einen genossen. Aber wenn ich so sagen darf... Sie hatten Schnupfen, oder wie? Ja, sowas, ungefähr. Ja. Aber was ich ja total toll finde, ist so Kanzlerin und ich sage immer, für Geld kannst du dir alles kaufen. Ich kenne auch alles und weiß auch alles und so. Aber das könnte ich jetzt nie. Und ich hätte so gern mal, ich habe gestern so einen Traum gehabt, ich habe geträumt, ich wäre ganz nah bei dir, Angie. Ja. Ich würde mal deine Hand halten und so. Und jetzt möchte ich mal sehen, ob das so ist wie im Traum. Also ich komme mal rüber. Weißt du, pass auf, ist gar nicht... Herr Richter! Müssen wir die Kinder wegschicken? Nein, ich... Und keine Angst, ich bin nur Küsser, kein Vollstrecker. Pass auf. Da gab's doch so einen Film, oder? Die Hand an der Niete. Ich finde einfach, es gibt ja Frauen, die alles haben. Persönlichkeit, gutes Charme, gutes Aussehen, Stil. Eine gute Frisur. Styling. Angela zum Beispiel, ne? Die kennt auch solche Frauen, du. Echt? So, jetzt geh auf deinen Platz. Jetzt geh ich mal wieder auf den Platz, du. Ja, wir müssen natürlich auch über sehr unangenehme Themen in diesem Jahr sprechen. Stimmt, ich hab mein Bier ist leer. Kann ich noch einen Pilz haben? Ich dachte jetzt nicht so sehr an die flüssige Nahrung. Herr Richter, ich hoffe ja immer noch darauf, dass wir irgendwann in irgendeiner Koalition wieder zusammenarbeiten, wo ich dann Kanzler sein kann. Deshalb lassen Sie mich Ihnen sagen, ich bin stolz auf Sie, Herr Struck, denn Sie und Ihre SPD, Sie sind die einzige Partei, die alle Ihre Wahlversprechen gehalten haben. Sie haben gesagt, mit der SPD ist eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 18% nicht zu machen. Sie haben Wort gehalten, 19%, ein toller Kompromiss, grandios! Wir haben es gemacht. Was ist hier los? Das ist Sie sind ja auch nicht auf Ihre 18% gekommen, Herr Westerwelle. Ja? Aber die SPD war den 18% lange näher als wir, und zwar von unten. Ach. Ja, so sehen Sie aus. Wir wollen die Debatte natürlich, wie es üblich ist bei Talk im Studio, wieder versachlichen. Herr Struck, haben Sie Hunger? Ich habe einen Hunger, ich habe den ganzen Tag noch nichts gefuttert. Ja. Ich habe was abbekommen. Das ist doch ein Zeichen für eine wirklich gelungene große Koalition. Eine große Koalition, ich wollte es gerade sagen. Wie ist der Umgang in der großen Koalition? Sieht man sich da, duzt man sich, Sie Depp, du Depp? Wie hat spricht die man miteinander? Da schon wieder Salami drauf gemacht, zum Kotzen. Ich mag ja Salami. Ich finde Salami sehr gut. Hatten wir damals nicht in der alten. Nee, ist schon wieder weg. Ich muss nur was essen, sonst habe ich keine Grundlage. Dann kotze ich gleich das ganze Bier wieder aus. Selbstverständlich.
Ja. Hochzeiten, 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 Hochzeiten. Natürlich auch ein ganz großes Thema in diesem Jahr. Sarah und Marc, wie heißt er, Prinz Öhrchen und sein Pferd, ja, also da in England. Natürlich. Ihre ehemalige Angetraute, Verona Feldbusch, jetzt Pot. Wie haben Sie das verfolgt, wie haben Sie das erlebt? Also ich fand ja die Hochzeit, also war ja im Grunde irgendwie grotesk, was da lief, da so in riesengroß, Neuschwanstein fast so. Da war dann dieses Kleid von Lagerfeld, 50 Meter Schleppe bei Verona, ne, nur damit sie zeigt, dass eine Ehe irgendwas nach sich zieht. Ne. Dann war die Hochzeit, dann hat der Pastor gefragt, ne, und da kam, der hat die das gar nicht begriffen. Ne. Da musste der dann auch in der Eheschließung sagen, Frau Pot, es heißt ja und nicht von mir aus. Weißt du? Und dann gab es noch Ehekrach, weil der Franjo auch noch mit das Foto wollte und so. Und dann, Sie müssen ja aufpassen, Vollmund spricht man nicht, weißt du? Ja, allerdings. Sie wollen ja auch immer heiraten, aber Sie sollten mal zusehen, dass Sie unter die Haube kommen. Bei Ihnen ist das ja so eine Sache mit der biologischen Uhr. Ne? Steht der kleine Zeiger nicht mehr. Ja. Das wird uns natürlich schon sehr alle interessieren, denn Sie haben Anfang des Jahres eine Art Eheversprechen an Estefania gegeben, bislang noch nicht eingelöst. Was passiert das? Eheversprechen heißt ja, da habe ich mich versprochen. Ich muss eins sagen, du, mit so biologische Uhr, hör mal, ich bumse noch ohne Brille. Das ist ja, weißt du. Ein Eheversprechen und Dieter Bohlen, das ist ein Widerspruch in sich, ja? Wenn wir einen Zahnarzt kommen lassen sollen, sehr gerne. Ja, die scheiß Salami ist so sehnig, so, da sind diese Teile immer drin, hat mir ganzen Abend in der Fratze hängen. Weißt du, Angie, ich bin ja immer noch so empfänglich, ich bin ja hormonell, ich will ja manchmal auch noch meine Hormone gassi. Sie sind doch gar keine Frau, Herr Bohlen. Nein, aber ich will ja die Hormone noch mal gassi führen und so. Ja, früher, aber da muss ich sagen, früher war das einfacher mit den Mädels. Da habe ich immer gesagt, ich hatte die erste Stereoanlage, da habe ich gesagt, komm mal mit hoch. Ne, mit den Schallplatten. Ich sag, ich leg was Schönes auf. Und jetzt kamen die CDs und da ging das nicht mehr. Ich hatte nicht den Mut zu sagen, komm mal mit nach oben, ich schieb was Schönes rein. Das geht einfach nicht. Weißt du, da ist so irgendwie, das ist so der Zahn der Zeit. Hallo. Ich wäre nicht bei Sherry Lady stiften gegangen. Damit hätten Sie bei mir keinen Stich gelandet mit Sherry Lady. Was hast du denn gerne gehört, Angie? Jetzt sag mal, was hast du früher gern gehört? Früher war Rex Gildo zum Beispiel. Da hatten wir ja alles in der Zone nicht. Rex Gildo war geil, fand ich. Weißt du, der hat die Leute immer richtig mitgerissen. Die Pudis hatten wir oder Karat oder sowas. Die Pudis. Die Pudis. Alt wie ein Baum und so weiter, sowas. Ich mag keine Pudel. Finde ich zu klein. Ja, aber da war jetzt schon das Thema Musik anschneiden, müssen wir natürlich über Ihr Riesen-Weltklasse-Erfolgsformat sprechen. Ja. Wie geht's mit dieser Sendung weiter und könnten Sie sich zum Beispiel als musikalische Ausrichtung für unsere Gäste hier noch vorstellen? Naja, alles klar. Hier wird ja keiner wirklich dem DSDS-Format gerecht. Ne? Ich meine, Angie und der Struck, die sind nicht homosexuell und er ist nicht vorbestraft und so. Nichts Persönliches, ja? Guck mal, der Unterschied zwischen dir und Sido. Sido und Guido, der Unterschied ist, Guido hat die schlimmere Maske. Aber ich habe mir gedacht, Herr Bohlen, Sie müssen bedenken, mit mir brauchen Sie das nicht zu machen. Wir von der FDP, das muss ich vielleicht an dieser Stelle kurz gestehen. Wir von der FDP, wir sind ja auch eigentlich, also um ehrlich zu sein, zusammengecastet. Lauter Versicherungsvertreter, die nicht mehr wussten, wohin. Haben wir gesagt, komm, da wäre doch die FDP. Kannst du das mal an deine Jacke kleben, du? Du bist jetzt hier voll im Casting. Pass auf. Genau, Besetzungscouch. Jetzt möchte ich mal was hören. Ihr müsst euch bei mir bewerben. Und ich bin total kritisch. Also jetzt sing mal was und ich sag dir, ob das gut ist oder toll. Oh mein Gott. Also Angie, irgendwas, was hier so gerade so kommt. Vielleicht ein schmissigen Schenti oder sowas. Ja, ich hab was. Ich bin so gespannt, du. Der Bundeshaushalt macht sich von allein, sagt der Gerd. Der Bundeshaushalt kann so schwer nicht sein, sagt der Gerd. Du musst ja bei den Kiddies ankommen, da musst du was nehmen, was total aktuell ist und so. Ja, nicht so, Johanna von Kotz mich an, sondern jetzt hier so, vielleicht irgendwas Modernes. Ja, ich hab was. Mach mal.
Durch den Konsum kommt die Wirtschaft voran. Durch den Konsum kommt die Wirtschaft voran. Aber mit dir nicht. Ja, das war gut. Habe ich mich schon qualifiziert, Herr Bull. Ja, das hatte doch ein Unwiderruf. Ja. Also, hätte ich dir jetzt gar nicht zugetraut. Wo hast du das denn gehört? Ne, das habe ich mal irgendwo in so einem Hotel gehört. Wahrscheinlich in Tokio, was? Ja. Ey, Strucki, jetzt was bist du... Was ist denn los? Auf geht's. Oh, du schöner Christabel, ein Kalyptusbombe, über ein Öl pfeift der Wind, so kalt, jedoch im tiefsten, komm ich so. Ich bin unter den letzten fünf, oder? Also, du bist im Recall, sowieso. Ja, jetzt weiß ich endlich, ach, wer den besoffenen Elch im Jammer-Spar-Abo immer spricht. Also, ich muss ehrlich sagen, für mich war das guter weißer Soul, oder? Ja, ja, genau so ist es. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was nehmen Sie sich vor? Was nehmen Sie sich vor für 2006? Was sind Ihre Pläne? Was haben Sie auf dem Zettel? Also, ich trinke noch ein Bier. Ja, also ich... Wenn es eins gibt. Also ich hoffe, 2006 wird besser als 2005. Bei mir gab es 2005 keinen einzigen Höhepunkt. Mein Mann Joachim hatte nämlich immer Migräne. Ja. Sehr, sehr schade. Ganz werden wir reingepanscht, das wird scheiße. Nee, ist sehr schön, dass wir diese Sendung ja alleine schon vom Flaschenpfand von Herrn Struck bestreiten können. Herr Bohlen, Sie haben vor Jahren eine Sprache für Gehörgeschädigte erfunden, Modern Talking. Was kommt 2006? Also, ich finde ja, im nächsten Jahr muss ich viele Tränen trocknen. Ich weiß, wird viel geweint bei mir in der Sendung und so. Und ich weiß das ja noch von Kübelböck, ne? Da hat er auch gesagt, ich schaff das auch ohne dich. Und dann habe ich ihn auch mal wieder getroffen, habe ich gesagt, ne? Dann sagte, Dieter, ich habe eine neue CD aufgenommen, ohne dich. Dann sage ich, und? Hast du schon was verkauft? Und dann sagt er, ja, mein Gameboy, mein Auto, mein Haus. Ja, so läuft das. Ja. Herr Schrutt, was haben Sie sich vorgenommen, 2006, außer dieses Bier natürlich auszutrinken? Oh, erstmal wollen wir jetzt Silvester feiern gemütlich. Ja. Ne? Wie wird das aussehen? Ganz entspannt, wie immer, wie jedes Jahr. Erst ein paar Flaschen Sekt reinhauen, dann ordentlich knallen. Und wenn wir bis 12 Uhr fertig werden, gucke ich mir mit den Mädels auch noch das Feuerwerk an. Ich habe uns... Also ich würde gerne... Sehen Sie, Herr Richter, sehen Sie, wenn ich mal was ganz Privates sagen darf zum Wäre Schluss... Wäre sehr, sehr schön am Ende dieses Jahres. Ich werde das nächste Jahr dazu nutzen, mir bei Herrn Struck beibringen zu lassen, wie man diese... wahnsinnige Stimme kriegt, weil ich auch mal so sprechen möchte wie er. Und vielleicht gibt's ja eine Droge, nicht? Vielleicht haben Sie da was, was Sie mir empfehlen. Sie brauchen dazu Eier, Herr Westerwelle. Eier! Werden ist das Stichwort, meine Damen und Herren. Das war Talk im Studio 2005. Unser Dank geht an unsere Kanzlerin Angela Merkel, Antonia von Romatowski, Dr. Peter Struck, Teddy Schulze, Guido Westerwelle, Florian Schröder und Dieter Bohlen, Jörg Knörr. Herrschaften, vielen Dank. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen Ihnen einen grandiosen Rutsch in das Jahr 2006. Alles Gute, reine, schöne, privat, beruflich, wie auch immer. Denken Sie daran, Sie sind Sat.1. Dankeschön, alles Gute, bis bald.